Was zum Teufel geht hier ab? Ich wollte ein kleines Zwischenvideo machen und zwar ist es was Geniales passiert. Nein, ich habe nicht noch ein Date. Und zwar, ich habe 10.000 Abonnenten auf YouTube erreicht und ich bin euch sowas von unglaublich dankbar. Also ich will mich jetzt an der Zahl 10.000 nicht irgendwie aufgeilen oder so. 10.000! Ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich meine, 10.000 Abonnenten, das ist eine Menge. Und ich freue mich echt, dass wirklich so viele Leute meine Videos gucken. Ist echt cool von euch. Ihr kriegt einen Daumen. Ja, was mit dem Videos drehen ist immer so eine Sache. Mir gefällt's und wie viele Abonnenten ich habe, ist im Grunde zweitrangig. Ob es 100.000 oder 10.000, wenn meine Videos geguckt werden, bin ich froh. Und wenn es euch gefällt, bin ich noch glücklicher und alles ist super. Und weil ihr immer so fleißig abonniert, mache ich jetzt ein unglaublich geiles Gewinnspiel mit euch. Bei diesem unglaublich geilen Gewinnspiel, ich sag's euch, das ist das genialste Gewinnspiel auf ganz YouTube. Gibt es etwas zu gewinnen? Ich zeig's euch mal, das ist unglaublich krass hier. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht richtig hochheben, das ist unglaublich teuer. Ich will es auch nicht kaputt machen. Ein Strohhalm. Nee, nicht wie du jetzt denkst. Das hier ist kein gewöhnlicher Strohhalm. Das ist ein Andi Strohhalm 10.000. Das ist so unglaublich. Guckt es euch an. Ich meine, allein schon die Form, wie es aussieht. So unglaublich windschnittig. Und dann kann man da auch noch durchgucken. Ich meine, hallo? Man kann durchgucken. Wenn ihr mal versucht, euren Arm so umzubiegen, das geht nicht. Aber hier, aber jetzt, passt auf. Aber ihr, aber jetzt. Und wie es riecht, das ist so ein unglaublich genialer Duft, das habt ihr noch nie gerochen, nach Plastik. Und das war noch längst nicht alles. Gewinnt ihr den Andi Strohhalm 10.000, dann bekommt ihr noch 3 weitere in anderen verschiedenen Farben, in grün, rosa und gelb hinzu, die natürlich auch die genialen Eigenschaften haben. Und wenn du erstmal so viele Andi Strohhalme 10.000 hast, dann kannst du sie auch zusammenstecken. Oder auch nicht, aber so war das auch gewollt. Ich meine, das ist Qualität. Ah, lässt sich nichts zusammenstecken, ist hier an einem Strang, ne? Gusseisen ist auch viel besser als irgendwas zusammengeschweißtes. Aber das war noch längst nicht alles. Man kann noch viel mehr mit dem Andi Strohhalm 10.000. Man kann ihm zum Beispiel eine Brille aufsetzen. Jetzt trägt er eine Brille. Man kann ihn auch mit einem Zauberwürfel abwerfen. Ohne, dass er kaputt geht. Oder man klebt ihn mit Kreppern zu. Man kann es auch einfach zerschneiden. Wow, macht das Spaß. Wow, das ist das ideale Werkzeug für Sachen. Und zwar, wenn man was trinken möchte. Wenn man so ein Glas Wasser hat oder einen Saft, da kann man das reinstecken und halt trinken. Das ist, das kann dann der Andi Strohhalm 10.000. So, Leute, ich wollte euch noch was zeigen und zwar machen wir das so, ihr müsst erraten, was es ist. Ich zeige es ganz schnell und ihr müsst erraten, was es ist. Oh, da war es schon. Ja, jetzt könnt ihr mal in den Kommentaren posten, was es war und ob ich nochmal damit ein Video machen soll oder nicht oder doch oder nicht oder schreibt einfach mal und so bettelt euch. Ne, bettelt. Egal, so macht einfach. Schreibt in den Kommentaren, soll ich damit nochmal ein Video machen oder nicht. So.